Meine Damen und Herren, recht herzlich willkommen zu einer weiteren Sendung von Tele Blocher. Wir haben es letzte Woche gesagt, oder Sie haben es erwähnt, Sie, die Welt ist nicht verdammt. Sagen Sie Ihren Kindern, bei uns ist eigentlich alles gut. Aber wenn wir rausschauen, ist manchmal nicht alles optimal. Wenn Sie jetzt den Zustand unserer Welt anschauen, also Amerika mit dem Trump, jeden Tag Schlagzeilen, mit Russland gibt es wieder ein Problem. Man hat schon ein das Gefühl, dass die Welt im Moment ein bisschen unsicherer ist, unstabiler als auch schon? Ja, sie ist nie total stabil. Das ist ja gar nicht möglich. Die Welt besteht ja aus mehreren Milliarden Menschen. Mit all den Unvollkommenheiten, und jedem Tag sehen, was Menschen alles sich machen und dumms machen. Aber wenn ich es als Ganzes anschaue, ist das so. Die Welt ist ja eigentlich ganz gut beieinander. Weil, also natürlich im Vergleich zu anderen, in den Kriegszeiten und so weiter. Aber was ist denn jetzt so schlimm an der Welt? Also wenn man sagt, Amerika, dann meint man wahrscheinlich vor allem Trump seine Twitter, die er da jeden Tag rauslässt, oder? Dann kann man damit einverstanden oder nicht einverstanden sein, aber das ist ja nicht die Welt. Das ist einfach einer, der etwas sagt. Und die Welt als solche, natürlich, weil ich komme vom Industriesektor, von der Industrie her, und für uns ist natürlich die wirtschaftliche Lage besonders wichtig, weil wir arbeiten ja in der und so, in der Welt, weltweit, also unsere Unternehmen, die heute bei den Kindern sind, die sind extrem exportorientiert. Die kennen also die ganze Welt und die müssen ja jeden Tag schauen, dass das Unternehmen beieinander bleibt. Oder? So nach Hause hat man das Gefühl, ja, da läuft ja alles von selber. Da muss man immer schauen, dass es beieinander bleibt. Also, wenn ich zusammenzähle, die Angestellten von oder die Mitarbeiter, die alle die Firmen haben, die unsere Familie gehören, sind das etwa 4'000 Familien, die jeden Tag zu essen brauchen. Und jeder muss es bringen. Und die Firmen müssen Gewinn machen, die müssen können hohe Gewinn machen, die müssen sie auch können ausschütten, damit der Aktionär hinten dran Geld hat, um die Firmen weiterentwickeln, investieren und so weiter. Und jetzt, die jetzige wirtschaftliche Lage ist weltweit natürlich hervorragend. Das wird nicht so bleiben. Da sage ich nicht, dass das wird so bleiben. Es geht nie nur. Eben die sieben Fette und die ja, also, sieben gute Jahre. Ich sage immer, wenn ich das an einem Ding gesagt habe, einen älteren Industrie, dann habe ich gesagt, ja, es ist halt so, es geht nie nur darauf, es geht immer auch wieder durchauf, aber es geht auch nie nur durchauf, es geht dann wieder durchauf, das sehe ich schon in der Bibel so. Mit sieben mageren Jahren und die sieben fetten Jahren. Und dann hat er gesagt, ja, aber der neue Zyklus ist ein anderer. Heute haben wir sieben magere Jahre und sieben fette Monate. Oder das um zeigen, es ist alles hektischer. Aber es bleibt dabei. Und jetzt die Frage ist aber immer auch bei diesen guten Zeiten, die es ja immer wieder gibt, sind übrigens immer ein paar Jahre, oder? Also, Rezession nach dem 89, wenn wir dort anfangen, sieben Jahre, 1990 bis 1997, ist Rezession gewesen, oder starke, als Gegenreaktion auf den Aufschwung voran. Und nachher ist wieder eine gute Zeit gekommen. 2003 gibt es auch wieder Einbrüche, dann gibt es auch Bankenkrisen und Silicon Valley-Erklärungen und so weiter. Aber meistens sind das Begründungen, die man sucht für etwas, was passiert ist. Man muss auch aufpassen, wenn es gut geht. Politiker können also im Moment wenig dafür, dass es wirtschaftlich gut geht oder schlecht geht. Auf lange Frist so. Also mit einer guten Wirtschaftspolitik, wo die Steuerbelastungen tief sind, wo die Leute investieren und so weiter. Das ist schon wichtig, aber kurzfristig können Politiker also nicht viel ändern. Das nehmen sie immer auf sich, wenn es gut geht. Ja, mal schauen. Wenn es schlecht geht, sind alle anderen Gründe. Und im Moment ist also das wirtschaftlich geht's relativ gut. Und man sieht eben auch in Ländern, die kommen. Also, wenn Sie da zum Beispiel die östlichen Länder anschauen, Polen, Ungarn,
die haben alle einen riesigen wirtschaftlichen Boom, oder? Denen, die wir jetzt die Milliarde gezahlt haben, oder? Ja, 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 die gezahlt haben und jetzt nochmal anfangen zu zahlen. Jetzt kommen sie aber in Schwierigkeiten, oder? Wir wissen nicht mehr warum. Also, weil es die EU will. Also, die Kohäsionsmilliarden ist das berühmt. 1,3 Milliarden. Die erste Chance hat man gesagt, ja, das beruht auf dem Osthilfegesetz. Das muss man geben, damit die Ostländer kommen. Ja, noch am Anfang, wo die dazugekommen sind zu der EU, kann ja das noch ein bisschen eine Begründung sein, die gut tönt, die aber auch falsch ist. Man sollte den Ländern nichts schenken. Man muss den Ländern schauen, dass die investieren. Also Kredit kann man geben, das haben die Amerikaner gemacht nach dem Zweiten Weltkrieg. Masterplan, das sind vor allem Darlehen gewesen, Geld, noch, aber nicht Geschenk, sondern ja, ich gebe dir Geld, kannst investieren, noch, also es zurückzahlen. Das ist eigentlich richtig. Aber Item wird dir gegeben. Und jetzt kommt die zweite Tranche, 1,3 Milliarden. Und hat das auch will auf Polen gegeben und auf Ungarn. Und natürlich Kosovo ist natürlich ein Gebiet für sich, oder? Aber das ist ja noch außerhalb. Und jetzt haben sie gesagt, ja, wir geben noch 200 Millionen in den Süden. Sag ich, für was ist denn das? Aber das ist ja kein Osthilfegesetz. Dann findet man irgendein Gesetz, wo man kann sagen, ja, mal, wir sagen, das ist schon Migration. Oder irgendetwas, wo natürlich die EU alles müsste machen will. Das ist die Mitglieder ihre Sache. Und jetzt neuerdings haben sie gebracht, ja, das sage ich, die Binnenmarktprämie, dass wir dürfen in der EU verkaufen. Also wenn wir eine Marktzugangsgebühr zahlen müssen, wenn das anfängt auf der Welt, dann wird es dann nicht gut. Weil wo zahlen wir? Also wir haben doch Zugang in amerikanischen Binnenmärkten, in chinesischen Binnenmärkten, in japanischen. Und jetzt, wenn die anfangen, Gebühren zu verlangen, und wie ist es denn mit uns? Also die EU verkauft ja viel mehr in die Schweiz als wir in die EU. Also müssen die uns ja viel größere Gebühr zahlen. Fängt alles an scherbeln, weil die Politiker einfach einen Grund finden, der gut tönt, um die 1,3 Milliarden zu geben. Und die 1,3 Milliarden sollte man auf keinen Fall geben. Weil das ist nicht unsere Aufgabe in der EU, Kohäsionszahlungen machen, aber sie machen es, weil sie immer früh haben. Wenn sie etwas geben, dann ist der andere, gibt mir auch etwas. Nur bleibt das immer aus. Vor, es ist noch keine drei Monate her, hat der Bundesrat gesagt. Also da muss man jetzt wirklich überlegen mit dieser Kohäsionsmilie. Nein, nein. Also jetzt haben sie uns auf eine graue Liste da und sie, nachdem man es versprochen hat, sie kommen jetzt über auf eine graue Liste tun und haben gesagt, also wir tun der Börsenbewilligung, eine internationale, die selbstverständlich ist, geben wir auch nicht mehr für 5 Jahre, sondern ein Jahr. Also Erpressungssachen. Und bei einer Erpressung gibt es immer nur eins. Man darf nie nachgeben, nie. Also sind Sie dann 3 Monate gescheiden worden? Und dann ja, über den ja, nachdenkt, das sagen Sie sicher. Ja. Sagen Sie sicher. Aber Sie haben etwas Interessantes gesagt, eben der Marktzugang. Das ist eigentlich ein Stichwort. Der Trump macht das ja jetzt auch mit diesen berühmten Zöllen, oder? Ja. Ja, geht ein bisschen in diese Richtung, oder? Ja, ja. Das betrachte ich als gefährlicher. Man hat eigentlich in den letzten Jahren vor allem geschaut, dass man weltweit Zoll abschafft und senkt. In allen Gebieten, wo ein freier Markt möglich ist. Das ist ja nicht überall. Also in den landwirtschaftlichen Produkten gibt es natürlich weltweit Handelshemmnisse. Weil das ist ein Gebiet, Nahrungsmittelproduktion, wo jedes Land Wert darauf legt, dass sie eine eigene Nahrungsmittelproduktion hat. Für Notzeiten, Krieg und so weiter ist das wichtig. Aber es gibt Produkte, die haben wir fahren lassen. Die haben mir gesagt, ja, das ist nicht unbedingt. Zum Beispiel war ich selber betroffen, in den 70er und in den 80er Jahren. Massentextilindustrie, die ist heute in Asien. Mhm. Massen, also es gibt schon gute Schweizerische, aber das sind dann sind mehr Spezialprodukte. Und die hat man im freien Handel offen gelassen. Dort hätte man auch sagen können, ja, wir machen Zölle.
dann kommt er keine mehr, oder? Dann haben wir keine billige Reibli mehr, dann können wir Zoll machen. Aber das ist so eine kurzsichtige Sache, weil wir haben in der Schweiz ja das Kapital, das ist ja sehr wichtig, das Kapital auf die Gebiete gelegt, wo Produkte macht, wo die Schweiz eben besonders gut kann, nämlich hohe Qualität, hohe Innovation, hohe Leistung, auch gutes Schulwesen, gute Lehre, also nicht nur universitäre, sondern Berufsbildung voraussetzt, da sind wir Weltmeister. Mhm. Und die anderen Massenprodukte, die man in China mit diesen billigen Löhnen besser machen kann und wo die ganze Hemperproduktion hat, hat man preisgegeben. Und jetzt ist es, jetzt kommt der Trump und hat festgestellt, ja, viele Produkte werden nicht mehr in Amerika gemacht. Die machen Chinesen und billiger. Also als Beispiel Chinesen sind ja auch andere Länder. Stahl zum Beispiel, Aluminium, Walzwerk, haben wir ja auch Erfahrung in der Schweiz. Die Walzwerke in der Schweiz, das ist kein Standort mehr, das darf man da eigentlich gar nicht machen. Und jetzt sagt er, ja gut, jetzt schauen wir einfach, dass wir Zoll machen, dann werden die Produkte, die von anderen Ländern kommen, um 10% teurer, wenn ich 10% Zoll mache. Und dann sind unsere wieder konkurrenzfähig und können auch wieder Stahl machen. Weil der Stahl ist dann 10% teurer, wo ich komme, und dann sind wir wieder kostendeckend. Ich glaube, dass das eine Strategie schon nicht aufgeht. Wobei, also jetzt muss ich sagen, die Länder, die jetzt hier so tun, müssen auch nicht heucheln. Also wer ist das vor allem? Ja, EU? Ja, zum Beispiel, ich habe nicht gewusst, dass zum Beispiel also in Deutschland, ich weiß nicht, ob es auch noch für die anderen europäischen Länder gilt, für die Auto also ein Zoll besteht. Amerikanische Auto müssen also einen beachtlichen Zoll zahlen, um eingeführt werden in Deutschland. Also es ist nicht so, dass jetzt der Trump allein ist, der da mit den Zöllen arbeitet. Aber es gibt jetzt natürlich einen Wirtschaftskrieg, oder? Man hat ja sofort gesehen, die Chinesen reagieren jetzt auch reagieren. Weil es gibt natürlich auch einen Haufen Produkte, die die Amerikaner in China verkaufen. Dann tun wir dort auch Zoll drauf. Am Schluss tut wieder jeder Zoll drauf. Und das ist keine gute Entwicklung. Jetzt sagt der Dings, natürlich, der Trump sagt, ja, los, das sind unfaire Handelspraktiken. Und das stimmt, das gibt es. Also wenn ein Staat natürlich die Produktion so verbilligt, dass der in der ganzen Welt konkurrenzfähig ist, dann kann ein Privater gar nicht mehr unterbieten. Und solche Fälle haben wir natürlich jetzt in Europa, also in hohem Maß. Zum Beispiel die ganze Energiesache haben wir ja behandelt, wo wir die Energiestrategie-Diskussion hatten. Das haben wir ja gesehen, ja. Ja, wo dann plötzlich wir mit den Freisinnigen zuerst zusammengegangen sind. Und dann die Freisinnigen plötzlich nicht mehr mitgemacht haben, weil es natürlich einen Haufen auch da dabei hat, der da garniert. Und das ist eine subventionierte, hochsubventionierte Angelegenheit. Die ganze alternative Energie ist natürlich hochsubventioniert. Und das tut man dann mit dem Umweltschutz begründen, oder? Aber es ist natürlich auch der Schutz von dieser Energieform. Dann ist der andere nicht mehr konkurrenzfähig. Also leben wir jetzt mit der Wasserenergie. Ganz eine gute Energie. Und wertvoll, also wirklich. Weil, also das wird auch auf die Länge eine wichtige Energie sein. Das mit der alternativen Energie, das wird immer eine Ergänzung sein, aber nie voll ganz ersetzen können. Aber der Trump hat ja das vielleicht auch gemacht, um die eigene Klientel im Mittleren Westen. Ja, natürlich, das sagt man auch, aber ja. Das ist natürlich, ja. Wenn sie für die Wirtschaft schauen, dass man in dem eigenen Land kann investieren und nicht mehr muss Zeug zukaufen. Dann haben sie immer eine Klientel, ja. Oder? Da kann man natürlich wird immer jetzt sagen. Was wird jetzt, ich meine, von Trump ist ja jeden Tag kommt irgendetwas. Was wird jetzt für ihn am gefährlichsten? Die ganze Russland-Geschichte, Frauengeschichte oder eben die Wirtschaftskrieg? Ja, also da sehe ich nicht durch. Ich weiß nicht, was hinter diesen Frauengeschichten ist.
Es ist leider so, überall. Aber das könnte gefährlich werden, oder? Immer die dauernden Prozesse. Ja, gut, ich weiß es nicht. Das sind ja, weiß nicht, 12 oder 20 Jahre zurück, ich weiß es auch nicht. Also ich schaue das nicht so an. Es ist überhaupt schwer für uns, entscheiden, was eigentlich geht in dem Amerika. Weil unsere Zeitungen sind so voll Hass gegen den Trump. Ich habe mir ja begriffen, dass meine, das ist ja nicht so. Außer wenn er auf Davos kommt. Das ist da, da ist er natürlich ja, Superstar. Ja, da gehen sie Knie, oder? Ja, ja. Das zeigen ja die Heuchelei. Aber ich habe letztens gedacht, er hat irgendeine Massnahme getroffen im Drogenbereich. Weil er sagt, wir haben unglaublich Kokain, Dealer und so weiter. Aber ich habe nicht herausgefunden, was der genau macht. Weil es hat, die Zeitung hat am Anfang geschrieben, der bringt wieder etwas Neues gegen Drogen. Aber das ist gar nicht neu, was er bringt. Das war schon früher einmal. Das interessiert mich nicht. Mich interessiert, oder jeder vernünftige Mensch sagt, was macht er eigentlich? Wie tut er das? Macht er härtere Strafen? Oder wird dort etwas verbieten? Oder was macht er? Oder geht er in die Therapie für die Drogensüchtigen? Und ich weiß nicht, was. Da findest du einfach nicht raus. Da wird jedem Satz wird gesagt, das ist nichts. Oder? Also darum ist es ganz schwer zu sagen, was eigentlich der Trump genau macht. Und da wäre halt schon gut, wenn man mal genau nüchtern beschreiben, was er macht. Sie können ja nachher einen Kommentar machen, wie sie wollen. Aber es ist schwierig zu sagen, jetzt, und beim Trump, wenn sie sagen, Russland. Also erstens, so eine Sache sind ja in Amerika immer gewesen, oder? Untersuchungen gegenüber den Präsidenten und weiss ich was. Bis jetzt ist ja anscheinend nichts. Handfest, da ist immer wieder etwas Neues. Jetzt da bei diesen Missbrüchen von diesen Daten von Facebook. Das ist vor allem ist das benutzt worden im Wahlkampf von Trump. Kann ja vielleicht sein, ich meine, da verstehe ich ja zu wenig, weil wenn Facebook, wenn du die Daten gibst, sind die Daten öffentlich zugänglich. Ich habe gar nicht gedacht, dass das geheim ist. Sie sind ja nicht drauf, oder? Nein, dann mache ich kein Facebook und dann mache ich kein Twitter. Ich habe nicht alles, was ich gerade im Moment denke, oder mache, was für die Ewigkeit abgespeichert ist, oder? Weil da hat es auch unüberlegte Sachen natürlich drauf. Aber es ist bis jetzt nichts vorhanden. Jetzt untersuchen sie das. Hat ja einen guten, also von dem Müller. Halte ich relativ viel. Sie haben so getroffen, glaube ich, in Washington. Ja, mir einen guten Eindruck gemacht. Aber der ermittelt jetzt. Und ob da etwas rauskommt, weiß ich nicht. Und dann mit der Frauengeschichte. Dass wir mal schauen bei diesen Staatspräsidenten. Ich empfehle mal jedem, man soll mal die Biografie lesen von Mao Zedong. Was das für Weiber sind, das kann man sich auch gar nicht vorstellen. Aber das ist ja nicht der eigentliche Maßstab fürs Handeln, wo einer hat, was sein vor 12 oder 20 Jahren. Und dann die Frage ist auch, ob das alles stimmt. Da fließt natürlich viel Geld. Ich habe das nur jetzt so ein bisschen verfolgt mit dem Bonusstar, oder? Dann ist da scheinbar etwas gewesen, seid ihr. Weiß ja nicht, ob es stimmt. Hat er noch Viertel versollt, oder? Ja, ja. Gut. Weil die Details schaue ich nicht an. Aber nachher sagt der Ding, ja, mehrere 130'000 Franken zahlt, dass sie schwiegen, oder Dollar. Mhm. Gut, also. Du müsstest es jetzt eigentlich zurückzahlen, oder? Dann hat sie das bekommen. Die hat sicher jetzt Geld bekommen, dass sie das bricht. Mhm. Ist ja klar, da ist ein Anwalt nehmen, der schaut, auch wieder Geld bekommen. Und wenn das der belastet ist, da sind ja Sauereien natürlich im Gang, in hohem Stil. Also, die ganze Industrie natürlich, oder? Ja, natürlich, aber das ist ja, das ist im Leben so. Man muss immer schauen, wenn die Leute ihre Vorteile haben und am Geld hängt, nach Geld drängt doch alles. Ist halt so. sind, wie viele Sprüche haben Sie eigentlich auf Lager? Das ist mir schon letzte Sendung aufgefallen. Ja, einfach. Da haben wir immer gute Zitate. Also die sind ja nicht von mir gemacht. Das ist ja aus der Weltliteratur, oder? Und das sind so allgemeine Worte, wo immer schön ist, wenn man es im richtigen Moment auch hat, oder? Ja, ja.
Man muss nur schauen, dass man es immer fertig macht, weil sehr oft wird es bei guten Zitaten. Einfach der erste Teil braucht. Nur die Hälfte, genau. Oder? Und auf die zweite Hälfte kommt es drauf an. Genau, das ist entscheidend. Also, Tele Blocher, ich hätte gerne noch über Russland geredet, können wir nächste Woche machen, damit der Spion, ist auch ein interessantes Thema. Haben wir wieder mal unseren Freund Trump in Amerika, als Freund, ich muss die Leute verstehen ja die Ironie, in Anführungszeichen, unseren Kollegen Trump in Amerika behandelt, da war Tele Blocher gewesen. Wir sehen uns wieder nächste Woche gleiche Zeit, freut mich, wenn Sie dabei sind und bis dann.